Mein Name ist Marianela Ohmann. Ich bin Geschäftsführerin und Auktionatorin bei Rapp Auktionen. Ich heiße Sie herzlich willkommen bei uns im Auktionshaus Rapp und möchte Sie einladen zu einem Rundgang mit meinen Experten. Gewinnen Sie spannende Einblicke in die verschiedenen Fachbereiche. Mein Name ist Gabriela Blöchling, ich bin Schmuckexpertin im Auktionshaus Rapp. Zwischen den Auktionen bin ich unterwegs, um schöne Schmuckstücke im In- und Ausland zu finden für die kommende Rapp-Auktion. Dabei stellen wir fest, dass nach wie vor Schmuckstücke von namhaften Juwelieren, genauso wie Designern, sehr, sehr beliebt sind, wie zum Beispiel Cartier oder Bulgari Schmuck. Aber auch von namhaften Manufakturen, wie zum Beispiel Isabelle Fahr, die diesen wunderschönen Armreif kreierten. Dieses Schmuckstück ist sehr beliebt bei unserer Kundschaft und bei uns zu ersteigen. Mein Name ist Beatrix Hennig und ich bin als Auktionshaus Rapp zuständig für den schönen Bereich der Luxushandtaschen. Sehr spannend finde ich, oder auch meine Leidenschaft ist es, die Handtaschen zu selektionieren und auch die Geschichten dahinter zu erfahren. Ich bin Clemenceau René vom Auktionshaus Rapp. Ich bin der Uhrenspezialist und ich möchte Ihnen ein ganz spezielles Stück vorstellen. Das ist eine IWC Portofino, ewiger Kalender. Und das Spezielle an dieser Uhr ist, sie hat das Jahresdatum 2010 und wir haben hier einen kleinen Schieber, der ist für die nächsten 2-3 Jahrhunderte noch gültig und auch meine nächste Generation kann im Prinzip die Uhr genau ablesen, weil das Datum stimmt dann in den nächsten 2-3 Jahrhunderten auch noch. Mein Name ist Jean-Paul Bach, ich bin philatelistischer Experte und Auktionator. Und ich schaue mir hier eine chinesische Briefmarke an. Es ist eine der teuersten Briefmarken dieser Auktion. Es ist eine Revenue-Marke. Diese Marke wird mit 30.000 bis 40.000 geschätzt. Mein Name ist Michael Autengruber. Ich komme aus Konstanz und bin Experte für deutsche und ausländische Orden und Ehrenzeichen. Wir haben hier einen sehr selten verliehenen Orden, den großen Stern der Völkerfreundschaft. Dabei haben wir die Verleihungsurkunde unterzeichnet von Erich Honecker. Es ist eine sehr interessante Gruppe, weil sie die Auszeichnung eines ganzen Lebens begleitet und man daraus ersehen kann, wie eine typische Karriere in der Deutschen Demokratischen Republik verlaufen ist. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Timo Kepler und ich bin als Münzexperte für das Auktionshaus Rapp seit mehreren Jahren tätig. Heute möchte ich Ihnen eine besondere Sammlung vorstellen. Es handelt sich um die Schützenthaler der Schweiz. Die Sammlung ist von herausragender Schönheit, die Medailleure in der Regel sehr bekannte Medailleure und die Münzen erfreuen sich auch bei Sammlern besondere Beliebtheit. Ich bin gespannt, was die Münzen heute auf der Auktion erlösen werden und freue mich, Sie bei der Auktion persönlich begrüßen zu dürfen. Mein Name ist George Brosi und ich bin Münzexperte für die Firma Rapp. Hier haben wir eine Sammlung russischer Münzen in einem originalen Kasten, der selber schon eine Antiquität ist und etwa 100 Jahre alt. Und da ist die ganze Sammlung aus dieser Zeit noch beieinander. Diese Lots sind sehr beliebt bei Sammlern, weil sie vollständig, ohne dass etwas daran geändert wird, verkauft werden. Hohe Werte, hohe Standards verlangen auch ein hohes Maß an Sicherheit. Mein Name ist Andreas Sartori und seit 12 Jahren bin ich für die Sicherheit im Hause Rapp zuständig. Ich wünsche Ihnen eine sichere Auktion.
Ihnen herzlich für das Interesse an Rap-Auktionen und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Auktion und auf Ihre Teilnahme.